Konnichiwa, Leute, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Last of Us. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Ich habe zwar keine Ahnung, was uns jetzt erwarten wird, aber es ist ein ziemlich großer Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein paar Gegner kommen. Wenn wir überhaupt hier lang müssen. Ja, okay, doch. Oh, ich sehe da gerade eine schöne Waffe für uns. Oh, shit. Das kannst du laut sagen. Gib mir down. Right now, I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. Oh. Reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before, but it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. You're gonna lean right into that stock, because it is gonna kick a hell of a lot more than any BB rifle. Okay. Go and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. There you go. And as soon as you fire, you're gonna want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah. I got this. All right. Oh, hat wirklich ganz schön viel Vertrauen jetzt in ihr. Aber and just so we're clear about back there, it was either him or me. Ja, motivier sie. You're welcome. Aber er macht ganz schön großen Druck auf sie, weil er sagt, jeder Schuss muss sitzen. Und das ist ziemlich heftig. The 76 lookout guy, some fucking tourist killed him. Killed all of them. Shit. Have you talked to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right, you heard him. Search the area. Do not let anybody through. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Der geht da hinten in die Ecke. He's gotta be wrong. About the human being dead. Mit Pfeil und Bogen ist das immer ziemlich riskant bei mir. Dreh dich bitte nicht um. Idiot. So, mal schauen, ob er nochmal zurückgeht. Ich möchte ungern Munition verschwenden. Okay, das sind mehr als 5. So, den können wir kriegen, oder? Okay, einen hätten wir schon mal. Puh. Da sind 3, da läuft einer, da ganz hinten ist einer, links ist auch. Ich glaube, ich gehe erstmal links, da irgendwie versuchen reinzugehen. Den würde ich gerne locken, aber das könnte schwierig werden. Oder? Hey, dude, you hear that? Ah, fuck it! Das ist schlecht. Ich hab's riskiert und jetzt. Good job, kiddo. Shit, he's over there!
Holy shit, was ist denn das jetzt? Da kommt einer. Den Scheiß behalten, Mann. Oh, hi. Alter. Ey, von wo kommst du denn, Mann? Let's go. Aufhalten. Boah, was zum verfickten Teufel. Ey. Fucking riots. Habe ich jetzt die Chance? Ich muss aufpassen, dass sie jetzt von rechts nicht kommen oder so. Ich versuche mal mein Glück, ob ich einen vielleicht damit treffe. Sollte vielleicht lieber als unser Jagdgewehr benutzen. Haha, ihr kleinen Idioten. Wow, super Ellie. Blödes Loch. Mann. Ziemlich heftig grad. Halt dein Müll! Ist hier noch jemand? Hallo? Hallo? Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Die Musik ist immer noch so kacke. Kommt ruhig. Ob die Luft jetzt wirklich rein ist? Ich weiß es nicht. Ich riskiere es einfach mal, hier lang zu laufen. Vielleicht wechseln wir mal lieber die Waffe hier. So, Shotgun. So, hier ist nur Müll. Ich denke mal, es werden noch mehr kommen. War es bestimmt noch nicht.
Ziemlich sicher. Na, wo seid ihr? Hier sind doch locker noch welche. Sonst würde Ellie nämlich runterkommen. Richtig? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich nehme lieber den Baseballschläger. Den mag ich. So, Moment. Erstmal hier schauen. Keine Sorge, den kleinen Raum habe ich ja auch gesehen. Ob ich hier rein will, ist eine andere Frage. Fireflies Notiz. Firefly. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite des Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. Ja, das macht er ja ziemlich toll. Gratulation, was ihr hier für eine Scheiße macht. So, vielleicht sollten wir noch ein Medikit herstellen. Und vielleicht noch eins. Und vielleicht hier noch ein bisschen. Und vielleicht nichts mehr weiter, oder? Doch, können wir noch was? Ach, egal. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Das ist voll. So. Wow! Oh, shit. Du kleines Arschloch. Wusste ich doch, dass hier irgendwo noch welche rumlauern. Rumlungern. Schweine. Come on down. Das war noch der eine, okay. Dass sie gleich so eine Waffe kriegt als erstes. Sehr gut. So macht man das. How'd I do? About something a little more your size. It's for emergencies only. Okay. Yay! Ist wirklich besser, wenn sie eine Waffe hat. Falls wir gerade nicht sie retten können oder so, dass sie sich selber wehren kann. Now the safety's on. Do you know how to switch it off? I do. Okay, you just... You gotta respect it. This is not good. Joel, I'll be careful. Okay. Oh, macht sich Sorgen. Na, würde ich eigentlich auch Sorgen haben, wenn man nicht weiß, wie man mit einer Waffe umgehen kann. Dann würde ich mich auch nicht so sicher neben denjenigen fühlen. Aber sie packt das schon. So, ich habe langsam gar keine Patronen mehr. So eine Scheiße. Ein Schuss habe ich. Yay! Den verballer ich auch noch, indem ich daneben schieße. Ellie läuft hier rum. Auch schön. Na, was haben wir denn hier alles Schönes? Oh, alles voll geklebt. Derjenige hatte Kinder. So, das war's, oder was? Keine Munition!
Okay, dann sterbe ich eben. Hier ist auch nichts. Ich guck doch schon in jeder Ecke. Wo soll ich denn noch suchen? Da müssen wir wahrscheinlich jetzt durch dieses Tor. Oh, lecker. Das sehen aus wie Ratten. Aber was soll man sonst essen? So, war ich hier schon drin? Ja. Okay. Was ist das? Das ist Müll. Ich brauche keinen Müll. Okay, das war's dann wohl. Und nach oben mit dem Scheißding. Hey, do your thing, Ellie. On it. Stupid chain is stuck. Hold on. I am. There. Sehr schön. Gute Arbeit. Können wir das Ding auch wieder zurückschieben? Help me open this. Here. Ich möchte das ungern da oben, also das offen lassen, das wäre ziemlich riskant. Nicht, dass wir Besuch von hinten bekommen. Oh, von hinten. Yeah. So. Hier geht's nicht mal weiter, oder was? Oder doch? Ach, können wir den Wagen vielleicht noch anders benutzen? Vielleicht kommen wir hier hoch. So. Yeah. Wieder eine Werkbank. Let's see what we got. 81. Soll ich das machen? Okay, ich mach's einfach. So. Dann können wir jetzt noch eine Pistole und noch einen Halter für eine Langwaffe. Dann kommen wir auch schnell. Also. Ah, jetzt verstehe ich es erst. Jetzt kommen wir schneller an den Sachen ran. Viel einfacher. Das ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Gut zu wissen. Ich glaube, ich nehme mal lieber die hier. Oh, fuck. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ihr miesen Schweine. Busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food. Old pair of shoes. I got nothing. Toll, und das hättet ihr nicht einfach mal so anschauen können, ohne die zu erschießen. Und auf der Motorhaube, da lag ihm gerade einer. Das war einer angebunden. Irgendeine Leiche oder was? Man. Krass. I know. It's just. Oh man. Das ist wirklich heftig. Let's just get to that bridge. Ja. Aha. Okay, ich glaube, bevor ich jetzt durch diese Tür gehe, mache ich erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us. Bis dann.